Vielen Dank, dass Sie Zeit haben. Guten Abend. Ja, ich habe es gerade erwähnt, seit 30 Jahren warnen Klimaforscher vor so Wetterphänomenen. Hat das jetzt wirklich eine neue negative Qualität, was aktuell in Deutschland und Österreich passiert ist? Ja, man sieht ja durch diese jetzigen Ereignisse, dass diese Häufigkeiten dieser Extremwetterereignisse wirklich Realität werden. Und ja, also es manifestiert sich der Klimawandel mittlerweile auch. Ich war selbst in Mitterseel und dort habe ich mit sehr vielen Einheimischen gesprochen und die haben gesagt, ja, es ist jetzt noch nicht so schlimm, es ist noch einen Meter der Wasserstand von der Salzach, bevor es wirklich gefährlich wird. Wir haben Entlastungsrinnen gebaut und so. Also man hat das ein bisschen unterschätzt, habe ich das Gefühl. Natürlich war die Feuerwehr in Bereitschaft etc., aber dass das so schnell alles passiert, ist das jetzt, war das vorhersehbar aus Ihrer Sicht? Also die Prognosen, also die Wettermodelle haben wir das schon vorhergesagt und auch die grobe räumliche Einschätzung, wo das sein wird, also nördlich der Alpen auch, und ich denke, die Modelle waren sehr präzise. Es ist natürlich halt immer die Frage, wo genau und sehr kleinräumig kommt das dann herunter, und in dem Fall ist es wirklich sehr, sehr viel Niederschlag in kürzester Zeit an bestimmten Punkten runtergekommen, und da ist es wirklich sehr schnell gegangen. Dann auch. Mhm. Und das war die Herausforderung, sich in dem Kontext, jetzt in diesen Ereignissen, dass das bei uns sehr schnell gegangen ist. Dann. Jetzt haben Sie gesagt, das ist alles ein Ergebnis des Klimawandels und Forscher warnen jetzt schon seit 30 Jahren vor diesen Phänomenen. Jetzt haben wir vor kurzem erst gehabt Tornados zum Beispiel an der Grenze zwischen Niederösterreich und Tschechien. Müssen wir uns jetzt wirklich darauf einstellen, dass das die Zukunft ist für uns? Ja, es werden in Zukunft natürlich diese Wetterextreme zunehmen. Das ist Teil des Klimawandels, der jetzt schon stattfindet. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, eben durch diese Klimaschutzmaßnahmen noch Schlimmeres zu verhindern. Und einerseits nicht nur Klimaschutzmaßnahmen, sondern uns auch auf diese Risiken einzustellen. Also dass man einfach auch entsprechende Maßnahmen trifft, wie Frühwarnungen, Schutzbauten gehören da natürlich auch dazu. Aber auch die Bevölkerung vorzubereiten, die in solchen Bereichen lebt und wohnt. Und auch auf diesen Maßnahmen muss man auch ansetzen, dass man da in Zukunft Schlimmeres verhindern kann. Jetzt haben Sie selber gesagt, Sie sind ja auch Risikoforscher. Jetzt hat es in den letzten Jahren ohnehin sehr viel Hochwasserschutz gegeben. Also zusätzlich ist es nicht zum ersten Mal, dass es Hochwasser gibt in Österreich. Und trotzdem hat man das Gefühl, das Wasser sucht sich immer seinen Weg. Ja, das Wasser sucht sich seinen Weg. Es ist natürlich auch häufig so, wie zum Beispiel in Hallein, also ich bin dort auch aufgewachsen und dieser Kotbach ist bekannt, da hat es auch in 1980 schon so ein Ereignis gegeben. Und natürlich stehen auch Städte dort und sind einfach von Haus aus gefährdet. Also dass man kann, natürlich eine Option wäre, dass man absiedelt, aber das ist natürlich nicht machbar und schwer nachzuvollziehen. Darum geht es natürlich, diese Schutzbauten einerseits womöglich zu bauen, natürlich darauf Rücksicht zu nehmen, wie es in Zukunft aussehen wird vom Klimawandel, aber auch andere Maßnahmen, Frühwarnungen, dass man das verbessert und auch die Feuerwehr, dass die vor Ort ist. Und das hat ja zum Teil schon sehr gut funktioniert. Jetzt haben Sie die Klimapolitik angesprochen, Energiewende ist das ein großes Thema. Man sagt, dass wir nur noch ein Fenster bis 2030 haben und dann ist es irgendwie unumkehrbar und dann droht auch in Gebieten von Österreich eine Steigerung von 5 bis 7 Grad. Inwieweit stimmt das? Von der Durchschnittstemperatur her, Entschuldigung. Genau, also wir haben jetzt sozusagen diese Möglichkeit, innerhalb der nächsten 10 Jahre sozusagen auf dieses Paris-Ziel zu erreichen, mit diesen bestmöglichen 1,5 Grad, beziehungsweise unter diesen 2 Grad zu bleiben. Und das ist das, was man erreichen möchte, weil auch dieser Unterschied, hat auch vom Weltklimarat eine Untersuchung gegeben, was tut sich zwischen 1,5 und 2 Grad? Das klingt jetzt nicht nach viel, das ist einfach dieser Durchschnittswert. Und auch dort gibt es schon erhebliche Unterschiede, wenn man auch nur dieses 2-Grad-Ziel zusteuert. Und jetzt ist wirklich die Zeit gekommen, um das, was vielleicht auch verabsäumt worden ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten, nachzuholen und umzusetzen. Können Sie das für Laien wie mich erklären, warum dieser Klimawandel oder diese Temperaturerhöhung jetzt zu mehr Phänomenen führt? Ja, weil vereinfacht gesagt, weil mehr Energie in der Atmosphäre ist. Also es geht hier natürlich um die Energie, die in der Atmosphäre ist. Wenn es wärmer ist,
kann die Luft auch mehr Wasser aufnehmen und dadurch kommt es auch, und wenn verschiedene Faktoren zusammenkommen, wie ein warmer Boden, Luft, hohe Luftfeuchtigkeit, kalte Höhenluft, dann kommt es zu einer gewissen explosiven Mischung und dann kommen auch so starke Extremniederschlagsereignisse zustande. Und das andere ist natürlich auch, also wir haben es auch schon heuer ein bisschen gehabt, also die Hitzetage, und das wechselt sehr stark miteinander. Und dann gibt es natürlich auch sehr, sehr starke Perioden, wo es einfach sehr heiß wird. Und die Hitze ist natürlich auch ein großes Problem. Jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, immer wenn es solche Ereignisse gibt, wird dann über den Klimawandel diskutiert und über erneuerbare Energien und alles, was dazugehört. Das hat so ein bisschen einen Tschernobyl-Effekt oder Fukushima-Effekt. Kurz nach einer so einer Katastrophe will niemand Atomkraftwerke haben. Aktuell jetzt ist heute bekannt worden, Slowenien denkt darüber nach, ein weiteres Atomkraftwerk zu bauen. Fürchten Sie auch, dass in ein paar Wochen die Diskussion wieder verflacht diesbezüglich? Ja, es ist natürlich anlassbezogen, das immer zu beobachten. Aber wenn man es jetzt vielleicht über die längeren Jahre sieht, über die nächsten 10, 20 Jahre, ist dieses Thema Klimawandel jetzt leider eben durch diese Auswirkungen schon mitten in der Gesellschaft angekommen. Und was natürlich gefordert ist schon, dass es eben zu einem politischen Handeln kommt. Das ist das Entscheidende.